Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich hab mal auf den Kalender im Internet geschaut, weil unserer ja scheinbar nicht mehr. Okay, morgen gibt's einen Sturm. Unser Ingame scheinbar wegen irgendeiner Mod vermutlich nicht mehr tut. Da muss ich mal gucken, welche ich updaten muss. Die Geister sind heute gut drauf und leben vom Land. Was lernen wir denn heute? Führst du ein Tagebuch? Denk daran, hin und wieder einen Blick hineinzuwerfen. Man vergisst schnell, dass man etwas Wichtiges aufgeschrieben hat. Da fällt mir ein, dass hier erlege Monster. Bürgermeisterbedürfnisse, Trüffelöl, Stern des Soldaten, eine Sternfrucht, der Schädelschlüssel, wo ich noch nicht weiß, wie ich den benutzen kann, und die Aprikose für Emily. Aber erstmal Monster erlegen, das könnten wir heute noch versuchen, in die Mine zu gehen und 6 Schleime zu erlegen. Aber erstmal gehen wir raus und schauen natürlich nach unseren Tierchen. Was haben wir denn hier? Erklärt, warum ich... Ich glaube, ich habe schon erklärt, warum ich nicht mehr... Warum ich nicht aufgenommen hatte? Ich glaube, ja. Hummerbisk. Ahoi, Soraya. Ich möchte gerne ein Rezept an dich weitergeben, das ich und mein Papa immer gemacht haben. Es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist, Willy. Ich glaube, das ist es immer. Und? Hey, ich dachte, es wäre ganz lustig, dir einen Brief zu schicken. Ich weiß nur nicht wirklich, was ich schreiben soll. Hier ein kleiner Leckerbissen für dich. Sag's niemandem. Aber ich habe das vor Ewigkeiten aus dem Hinterzimmer des Julia-Markts mitgehen lassen. Okay, man sieht sich. Shane. Dankeschön, Shane. Oh, Shane ist so lieb. Okay, das vor Ewigkeiten mitgehen lassen klingt jetzt nicht so lecker. Und ich weiß übrigens gerade nicht, warum es manchmal so ein bisschen ruckt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht updatet was im Hintergrund. Eine andere Erklärung habe ich ehrlich gesagt nämlich gerade nicht. Habe ich irgendwie vergessen, ein Update? Oh Gott, wir haben so viele Tiere schon wieder. Ja, Maiko ist noch... Doch, Maiko ist geliebt. Geliebt. Die Kuh hier noch nicht. Muss ich erstmal alle suchen. So. Wenn wir jetzt erstmal kurz... So. Die Kleinen kann man noch nicht melken. Kuh hat sich bewegt. So, ihn kann man melken oder sie. Große Milch, sehr schön. Ah, du hast dich umgedreht, meine Hübsche. So, und dann kann ich jetzt noch... Na, kann ich hier bitte einmal... Nein, ich will doch nur hier die zur Tür rein. Da steht doch noch meine kleine Kuh. Na? Jetzt hat's geklappt. Jetzt haben wir auch alle Milch. Sehr schön. Und dann können wir jetzt hier noch ein bisschen Gras verteilen. Stimmt überhaupt? Ich habe irgendwie das Gefühl, die Größe ist anders als sonst. Aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein, weil der Stall so groß ist. So, dann geht's jetzt an unsere Hühnchen und die Entchen. Ein Huhn, zwei Huhn, drei Hühner, ein Entchen, zwei Entchen, das vierte Huhn und das dritte Entchen. So, perfekt. So bitte. Und dann können wir jetzt hier erstmal Futter einsammeln. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann natürlich Eier. 1, 2, 3. Und bald werden wir auch Enteneier bekommen. Das wird super. Ich hoffe zumindest, dass wir bald Enteneier auch bekommen. Und wenn wir hier schon mal dabei sind, können wir Sachen einsammeln. Einmal Käse. Einmal Stoff. Einmal irgendwas. Ich brauche 2-mal Früchte, die ich nachfüllen kann oder sowas. Kätzchen natürlich auch ein bisschen lieb haben. So, dann gibt es jetzt erstmal hier alles da rein. Den Käse... Ja. Ach komm, ich lasse ihn einmal öfter drin und einmal Milch auch. Den Blaubeerwein kann ich verkaufen. Jetzt brauche ich einmal was zum Milch. Hier einfach mal so eine... Okay, ein silbernes Ei und eine große silberne Milch. Das klingt doch super. Und ich kann hier nochmal 2-mal das reintun. Außerdem hier den Blaubeerwein. Wo ich Stoff hin tue? Ich weiß gar nicht. Ich tue den mal hier rein. Und hier unten müsste ich, glaube ich, die Fackeln drin haben. Genau. So, dann lege ich... Ach ja, 2-mal Früchte oder Obst oder sowas habe ich vergessen. Machen wir mal das hier. Legen wir mal einmal Peperoni ein und einmal ein leckeres Blaubeergelee. Dann machen wir hieraus ein bisschen Mayonnaise. Lecker Müll und natürlich einmal die Käsemaschine und das nehmen wir auch mit. Gucken wir, was wir hier oben drin haben. Nichts leider, okay. Ich würde dann heute tatsächlich mal versuchen, ob wir die Quest mit den Schleimen vielleicht fertig bekommen. Das Problem ist, wenn ich zu lange brauche, dann werden wir auch mit Bürgermeister Louis nicht mehr sprechen können. Und ich sollte natürlich, das darf ich nicht vergessen,
hier unsere Sachen ernten. Ich kann aber auch einfach versuchen, dass wir nochmal auf die unterste Ebene kommen. Denn dadurch, dass ich mal in der Mine umgekippt bin, habe ich ja leider wieder einen Teil unseres Fortschritts vergessen. Und deswegen sind wir gar nicht mehr ganz unten. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Okay, da ist nichts fertig. Und hier haben wir leckere Tomaten, die fertig sind. Tomaten würde ich jetzt mal nicht alle verkaufen, weil ich gerne Tomaten einlegen würde. Ich stelle mir das mal vor, wie so leckere getrocknete Tomaten mit Olivenöl. Und das würde ich jetzt eigentlich ganz gerne behalten. Blaubeeren nehmen wir ein paar mit. Das ist immer so ein ganz guter Snack, wenn wir unterwegs sind. Die Blaubeeren hier. Die silbernen und die goldenen verkaufen wir. Und hier lassen wir jetzt einfach mal den Hopfen in allen erdenklichen Stufen drin und die Tomaten, wobei wir die verkaufen. So. Ein bisschen ausräumen. Also ich verkaufe die Tomaten hier und die... Zumindest mal die silbernen Blaubeeren. Die goldenen kann ich ja mal wieder benutzen für da oben. So. Jetzt würde ich ehrlich gesagt auch das ganz kurz hier reintun. Ich hoffe, die 25 Blaubeeren reichen uns. Die Sense brauche ich nicht. Die Spitzhacke brauche ich vielleicht. Die Holzhacke... Ja, ich lasse einfach mal alles hier. Okay, dann gucken wir mal, dass wir jetzt direkt uns auf den Weg machen zu... Ich weiß noch gar nicht. Habe ich hier noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Ich nehme mal ein richtiges Essen mit. Ich habe nachgesehen... Und wir gehen in der Stadt vorbei, weil ich gerne gucken möchte, ob wir... So, Algensuppe war doch eigentlich gar nicht schlecht. Weil ich gucken möchte, ob wir nicht vielleicht... Vielleicht einen neuen Auftrag haben, um den wir uns eher kümmern können. Wir haben jetzt wieder den Angelauftrag von Willy gemacht. Ich würde jetzt halt schon ganz gerne irgendwie die Minen mal wieder komplett erkunden. Vielleicht hätte ich dafür... Hätte ich dafür Bomben mitnehmen sollen? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Ja, und es wird immer so spät. Ich glaube, das lasse ich mal. Ich glaube, unsere Hauptaufgabe wird jetzt nicht Schleime töten, sondern wir gucken einfach, dass wir andere Sachen... Rubin bringen. Jawohl, das machen wir. Wir bringen einfach Haley einen Rubin und dann nehmen wir jetzt Bomben mit und schauen, was wir ein bisschen durch die Mine durchgehen. Oder ich hole mir doch noch die Mod, dass in der Mine und so die Zeit nicht vergeht. Dann könnten wir das in einem Rutsch nochmal durchmachen. Aber das wäre halt so, es würde sich ein bisschen nach Cheaten anfühlen, das muss ich zugeben. Ein Rubin für Haley. Machen wir doch einfach das heute. Ein Rubin für Haley. Und dann gucken wir, dass wir wieder die... Ich habe doch noch einen Rubin, oder? Ja, wir haben noch einen Rubin. Perfekt. Und dann kann ich für den nächsten Tag gleich Bomben einpacken. Die waren hier drin. So, kleine Bomben und etwas größere Bomben. Wo finde ich denn die liebe Haley? Die ist gerade... wo ist Haley? Ach, die, am Strand. Okay. Kriegen wir hin. Am Strand können wir. Ja, wenn du jetzt... Das Problem ist, wenn ich jetzt da hingehe. Ich würde vermutlich die Schleime schon irgendwie noch getötet bekommen. Und vielleicht schaffen wir es auch 5 Stufen weiter runterzukommen bei der Mine. Aber... Ich würde sehr wahrscheinlich Bürgermeister Lewis nicht mehr erreichen. Da würde ich mich super, super ärgern. Also gehe ich jetzt erstmal zum Strand und wir verdienen wieder ein bisschen Geld. Wir haben hier mehr als genug ausgegeben. Und ich laufe gerade ganz furchtbar falsch, oder? Kann das sein? Laufe ich richtig? Laufe ich falsch? Nee, ich laufe doch richtig. Alles gut. Gucken wir mal, wo die gute Haley ist. So, ich habe dich doch hier gerade gesehen. Da ist sie. Hallöchen. Voilà, so. Wenn du viel in der Sonne bist, werden deine Haare heller. Aber du willst sicher keinen Sonnenbrand bekommen. Ich will einfach nur eine gesunde Menge Sonnenlicht. Alles in Maßen, richtig? Genau. Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin so glücklich. Gut. Gucken wir mal, wie viel wir dafür bekommen. Ja, 750 ist eine schöne Summe. Dann gehen wir jetzt tatsächlich in Richtung Mine. Und sei es nicht für die Schleime, dann doch wenigstens fürs Aufdecken. Denn ich würde schon ganz gern nochmal auf die unterste Ebene kommen. Das ärgert mich sonst sehr. Ich könnte auch gucken, wie viel es kostet, unseren Stall nochmal auszubauen. Aber ich glaube, das können wir uns sowieso erstmal nicht leisten. Ich kann aber vorbeischauen. Wir könnten tatsächlich vorbeigucken und einfach mal Robin fragen, wie viel es kosten würde, zum Beispiel unseren Hühnerstall oder tatsächlich halt den normalen Stall auf die Deluxe-Version abzugraden. Da brauchen wir aber so viel Hartholz dafür, dass es echt schwierig werden wird. Wenn wir hier mal gucken, Hofgebäude errichten. Den Stall, der interessiert uns nicht, das ist die Pferdestall, Schleimstall, Luxushühnerstall. Okay, dafür brauchen wir nur Holz und Steine. Holz und Steine, aber halt 25.000 und 20.000. Das ist sehr viel mehr, als wir gerade haben. Wie viel würde denn es kosten, unser Haus zu verbessern? 150 Hartholz und 50.000. Nee, das können wir uns nicht leisten.
Das können wir uns definitiv nicht leisten. Und zwar eine ganze Weile auch noch nicht. Nicht mal. Also, es wird noch lange dauern, bis wir uns das leisten können. So meine ich das. Mit Linus würde ich gerne sprechen, aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal in die Mine und gucken, dass wir uns da weiter vorarbeiten. Wir haben jetzt ja alles. Eine Sache würde ich gerne machen. Das einmal nach hier hinten, das Essen hierhin verteilen. Und dann diese Bomben eventuell hier an die dritte Stelle. Damit wir sie schnell benutzen können, wenn wir wollen. So, wir sehen ja, es fehlen uns halt wieder zwei Abschnitte. Deswegen würde ich gerne versuchen, jetzt einen zu schaffen. So. Das können wir so zerstören. Aber wenn wir jetzt hier einfach irgendwo nicht durchkommen. Oh. Die nehme ich natürlich mit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich hier unbedingt die Sachen abbauen soll. Also mir geht es tatsächlich gerade mehr darum, dass wir nach unten kommen, als dass ich irgendwelche Sachen abbauen möchte. Aber wir können es ja trotzdem machen, ein bisschen Gold mitnehmen. Das müsste von der Zeit her auch reichen. So, und jetzt gehen wir gleich eine Ebene tiefer, damit wir einfach die nächsten ein, zwei Tage die Sachen wieder freischalten, wisst ihr? Damit wir wieder am Grund der Mine sind, so wie wir es mal waren. So. Jetzt muss ich ja gucken, wo wir hier weiterkommen. Hier schon mal nicht. Vielleicht finden wir auf der anderen Seite eine Treppe. Okay, da ist so ein Viechel. Das haben wir erledigt. Sehr schön. Und für das großflächige Steine wegmachen, um den Weg nach unten zu suchen, da benutzen wir dann einfach so eine Bombe. Hier zum Beispiel könnten wir das gut machen, dass wir einfach da eine Bombe platzieren und dann ein Stück weggehen. So, perfekt. Und tiefer, bitte. Klappt so ganz gut, oder? Okay, hier haben wir irgendwas Gutes drin. Rubin nämlich. Dann würde ich jetzt... Oh. Gut, dann würde ich jetzt fast sagen, legen wir hier eine Bombe hin. Und hoffen, dass ich da auch... Nein. Da hat sich jetzt nicht spontan ein Weg für uns aufgetan. Dann probieren wir unser Glück einfach nochmal hier in der Mitte, oder? Hier. Doch, da unten hat sich was aufgetan. Sehr schön. Jetzt sind wir auf Ebene 114. Wo auch ein Pilz auf uns wartet. Sehr gut. Dann haben wir bald wieder die tiefste Ebene auch wirklich erreicht. Und da finden wir auch einen Schleim. Aber wenn ihr euch mal anguckt, wie spät es schon ist, das ist einfach... Und wir bräuchten davon 6 Stück bis heute um Mitternacht dann vermutlich. Ich glaube nicht, dass wir das so hinbekommen. Oh, die Pilze nehme ich aber mit. Pilze finden wir tatsächlich nicht ganz so oft, deswegen würde ich die hier mitnehmen. Können wir es merken? 114 hat Pilze. Ist das immer so? Weiß das zufällig jemand? Ist es immer so, dass hier Pilze auf uns warten? Da ist eine Fledermaus. Ich sehe sie ganz genau. Eins. Zweimal. Ich muss sie dreimal treffen. Dreimal. Zack. So, wenn wir auf Ebene 115 sind, dann gehe ich aber auch erstmal raus für den Tag. Denn... Oh. Oh. Zum einen geht unsere Energie gerade ganz... Also unser Leben ganz fleißig flöten. So, der musste noch sein. Wobei dafür könnte ich ja eigentlich sowas essen. Ja, die Algensuppe bitte. Und auch nochmal eine. Ja, ist... Hallo, ist die Algensuppe. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das machen wir nicht. Das könnt ihr knicken. Tschüss. So. Jetzt sind wir unten. Jetzt schauen wir uns auf der Ebene noch um und dann gehen wir raus. Ich benutze gerne Bomben, um hier alles zu sprengen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schönes. Nehmen wir einfach mal hier eine Bombe hin und gehen ein bisschen aus dem Weg. Au, das hat uns selber wehgetan und zwar ordentlich. Jetzt muss ich bitte nochmal so ein Ding hier essen. Ja, bitte. Okay, das reicht erstmal. Und dann schauen wir uns hier noch um und dann gehen wir wieder nach Hause. So, habe ich gerade beschlossen. Legen wir aber hier eine Bombe hin.
Sehr schön. Wir könnten auch noch eins tiefer gehen. Aber wisst ihr was? Das lassen wir jetzt. So, mir ist es spät genug. Ich habe Sachen gefunden. Damit bin ich ganz glücklich. Dann beenden wir den Tag nämlich für heute mal. Und am 28. oder so ist, glaube ich, das Luau. Das Luau war ja schon. Da ist irgendein Fest wieder. Ich weiß nicht welches, aber da ist irgendein Fest wieder. Und das ist auch ganz gut so. Ich hätte mit der Lore fahren können, wäre wir schneller gewesen. Fällt mir da gerade so ein. Macht nichts, so kriegen wir noch eine Gewürzbeere, die wir verkaufen können. Und mal Trauben, die wir verkaufen können. Wobei Weintrauben könnten wir eigentlich auch essen. So, jetzt muss ich hier einmal gucken. Wir brauchen hier oben einfach ein bisschen Platz. So, wir haben ja zum Glück, es ist noch früh genug, dass wir alles noch machen können, was wir machen wollen. Ich bräuchte noch einmal leckere Milch und ein leckeres Ei. Wir können auch mal versuchen, die bessere Qualität zu benutzen. Und zwar mal Müll, weil Müll so schön ist. Da können wir wieder mal irgendwann angeln, damit wir wieder Müll bekommen. So. Einmal das leckere Ei hier rein. Und den schönen Müll. Und hier ist vermutlich immer noch nichts drin, oder? Nein. Haben wir vielleicht am nächsten Tag wieder. Ein Sturm wartet ja auf uns. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon irgendwie drauf. Jetzt habe ich gesagt, einmal extra Käse und einmal extra Ei wäre ganz okay. Das heißt, 6 und 6 macht vollkommen Sinn. Und das andere, die... Okay, dann... Ja, den Käse verkaufe ich dann, das hier auch. Bei den Pilzen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob ich das machen soll. Verkaufen meine ich. Ich leg mal die Weintraube hier oben rein. Daraus können wir irgendwann mal... Warte mal, die will ich aber wieder mitnehmen und das hier am besten auch gleich. Okay, und jetzt ganz langsam und sinnvoll. Wir haben hier Goldnuggets und das haben wir hier noch Schönes. Also Kohle haben wir ein bisschen und Eisen haben wir und ganz viele Steine haben wir. Das ist gut. Jetzt habe ich heute vergessen, Holz zu holen. Das habe ich heute vergessen, in den geheimen Wäldern das Holz abzubauen. Macht aber nichts. Die Magma-Geode könnten wir morgen aufbrechen lassen. Da könnte ich auch die anderen nehmen. Wir haben irgendwo noch andere Geoden. Hier haben wir noch eine Omni-Geode. Da kommen wir das da rein. Die Essenz. Da würde ich einfach mal die Schattenessenz behalten, falls wir den Magier besuchen. Dann gucken wir gleich mal, wo wir die Pilze und sowas hin tun. Das Harz war hier. Ansonsten, wir haben... Achso, den Monsterschleim verkaufen wir einfach. Das ist mir jetzt zu doof. Das machen wir jetzt da schnell. Und da muss ich mal gucken, wo ich die Pilze reingetan habe. Die waren hier. Ich habe goldene Pilze aufgegeben. Die würde ich verkaufen. Die würde ich... Den behalte ich mal. Die normalen Pilze auch. Das kommt jetzt weg. Die Bomben muss ich noch einlagern. Okay. Ich muss noch die Bomben einlagern. Das wäre mir jetzt wichtig, nicht, dass ich die versehentlich verkaufe. Das wäre sehr schade um die Bomben. Die hier und die Cherry Bomb. So. Die Fledermausflügel können auch hier rein. Ansonsten tun wir den einfach auch da reinlegen. Okay, dann gucke ich mal hier gleich nach den Geoden. Da haben wir nämlich noch Magma-Geoden. Perfekt. Sehr, sehr schön. Und dann verkaufen wir jetzt ein paar Sachen. Nämlich das und das. Und außerdem die ganzen schönen Pilze. Und die Gewürzbeere. Und das Zeug hier, das brauche ich, wenn ich nochmal losziehe. Deswegen lasse ich jetzt auch mal hier ein paar von den Blaubeeren tatsächlich in unserem Kühlschrank. Das ist unsere Notversorgung. Und die Fackeln werde ich nochmal außen hin tun. Ordnung muss ja sein. Und dann können wir gleich nämlich nochmal ein kleines Abenteuer erleben. Den Rest sortiere ich jetzt aber morgen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir heute alles verdient haben und so. Wobei, nein, ich weiß was Besseres. Wir nutzen einfach den Tag noch ein bisschen. Dann mache ich eine etwas kürzere Episode, weil ich möchte rausfinden, was mit dem Kalender nicht stimmt. Und das möglichst schnell, wenn ich ehrlich sein soll. Dann machen wir das am nächsten Tag und ich werde einfach heute noch ein bisschen Holz fällen. Ich glaube nicht, dass es uns noch in diesen anderen Wald reicht, aber wir können wenigstens hier noch mal ein bisschen ausdünnen. Hier hat es ja Wälder und außerdem brauche ich irgendwoher Hartholz. Ich glaube zwar, die Bäume hier lassen, glaube ich, gar kein Hartholz fallen, oder? Das ist immer nur das Normale. Aber das ist egal. Dann räume ich hier noch ein bisschen auf. Das muss auch mal sein. So. Das würde ich gerne so machen. Dann können wir morgen nämlich... Morgen können wir dann nämlich Geoden... Oh, guck mal. Und schon haben wir nochmal eine Geode. Und hier kriegen wir, glaube ich, aber auch nur normales Holz her.
Okay, wir sind ein bisschen schläfrig, aber von der Energie her müsste das eigentlich noch gehen. Dann könnten wir das noch ein bisschen machen. Wir sind gesundheitstechnisch sollten wir wiederhergestellt sein am nächsten Tag. Und alles, worüber ich mir Gedanken machen müsste, wäre meine Energie. Und das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Am nächsten Tag haben wir nicht so viel vor. So, und dann kann ich hier ein bisschen aufräumen, nämlich. Und wie gesagt, dann machen wir einfach die Folge ein bisschen kürzer. Das tut mir leid. Aber ich will wirklich gucken, was mit den Mods nicht stimmt. Denn das ärgert mich. Man hat doch sonst immer gesehen, wenn jemand Geburtstag hatte, oder? Das war nicht nur am Tag des Geburtstags. Das war, glaube ich, immer, richtig? Und das ist gerade so irritierend, weil es jetzt nicht mehr tut. Das heißt, ich würde wirklich liebend gerne gucken, warum das jetzt nicht mehr geht. Ich muss aber daran denken, wir müssen um 2 im Bett sein. Es ist nicht Porsche. Es ist nicht um 3, es ist um 2 Uhr. Das ist das Einzige, wo ich jetzt echt hart dran denken muss. Das mal weg. Die Dinger hier weg, da mal ein bisschen gemischte Saat. Ja, dann gucke ich das nämlich gleich noch. Oh, warte mal, das muss auch noch eingesammelt werden. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Mist. Das war gar nicht geplant, dass ich jetzt den Sommerschmuck hier abrasiere. Oh Mist, oh Mist, oh Mist. Okay, den kann ich jetzt auch nicht mehr verkaufen, dazu ist es auch irgendwie schon zu spät. Na gut, den Honig verkaufen wir dann morgen, wenn ich dann hoffentlich auch. Moment. So, ja, ins Bett einmal. Wie gesagt, es tut mir leid, die Folge wird ein bisschen kürzer. Minenarbeitsstufe 8 plus 1 Spitzhackeneffektivität. Neues Herstellungsset, Megabombe. Jawohl. Das Ding ist einfach, wenn ich jetzt nochmal eine Folge anfange, dann wird die sehr, sehr lang, diese Folge hier. Weil ich vermutlich dann durch die Gegend laufe und den ganzen Tag Zeit habe und mir nicht die Energie ausgeht. Und es ist halt wie jetzt, ist es einfach nur zeitlich. Und dann wird es eine sehr, sehr lange Episode. Und ich möchte gerne sicherstellen, dass die Mods alle wieder funktionieren. Gucken wir mal, was wir verdient haben. Oh, Sammeln, Stufe 9. Axteffektivität haben wir auch gesteigert. Neues Herstellungsrezept. Regentotem. Das heißt, ich müsste Regen beschwören können, oder? Das wäre ja auch ganz cool. Ich habe aber noch nicht hundertprozentig verstanden, wie die Totems funktionieren. Das muss ich, glaube ich, nochmal googeln. Das war jetzt der 25. Tag. Wir haben also noch 3 Tage. 26, 27 und den 28. Tag. Oh, um ein Gold reicht es nicht. Wie viel bringt uns eigentlich das? Der Käse bringt uns 300, die Mayonnaise ein bisschen weniger. Das heißt, der Käse bringt uns mehr, wenn wir ihn verkaufen. Das heißt, ich sollte mehr Käse machen. Käse mache ich aus Milch. Bald habe ich auch noch Ziegenkäse. Das heißt, ich könnte eigentlich anfangen. Vielleicht mache ich noch eine zweite Käsemaschine. Das wäre eine Idee. Und wie viel haben uns die Pilze jeweils gebracht? Die Gewürzbeeren bringen nicht viel. Die Pilze, das eigentlich auch nicht. Wenn man überlegt, der violette Pilz ist ziemlich viel wert. Okay. Gut, dann würde ich aber mal sagen, ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, tut mir leid, dass die Folge jetzt sehr, sehr kurz wird, aber das irritiert mich total, dass scheinbar dieser Kalender nicht richtig funktioniert, denn da müssten wir eigentlich doch immer sehen. Also, wenn ihr euch erinnert, in der letzten Folge, ich bin in den Kalender gegangen und da stand nichts drauf, dass Willy Geburtstag hat. Aber eigentlich hätte darauf stehen müssen, zack, der gute Willy hat heute Geburtstag, gib ihm noch ein Geschenk. Und eigentlich hätten wir das doch auch vorher sehen müssen. Also, ich müsste doch eigentlich im Voraus das Ganze sehen, oder? Und deswegen habe ich die Befürchtung, dass mit meinen Mods irgendwas nicht stimmt und dass ich dann tatsächlich eine updaten muss, die das verhindert. Und das würde ich jetzt eben kurz gucken, ob ich Smarpy updaten muss, ob ich andere updaten muss. Ich meine, ich kann Smarpy und 2 andere Mods updaten. Das weiß ich. Unter anderem den Gift Taste Helper. Vielleicht ist der das Problem, dass der geupdatet werden muss. Dann schauen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, gucken wir nochmal oder in der nächsten Aufnahme, sagen wir mal so, vielleicht doch Folge, also nicht am nächsten Tag, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir dann noch in die Mine wiederkommen, dann wir da wieder auf die unterste Stufe kommen. Das sollte gehen, es sind ja nur noch 5 Stufen. Und dann will ich Holz hacken. Und was wir dann machen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da kann es dann tatsächlich mal sein, dass ich nachschaue, was wir alles noch für die Pakete brauchen und wie ich das bekomme. Wir müssen auf jeden Fall unsere Enten glücklich machen und unsere Kühe glücklich machen. Nee, die Ziegen, damit wir dafür was bekommen. Und irgendwas anderes fehlt mir auch noch. Ich muss mal noch gucken, wie wir den Bus... Da ist dieser Bus. Ich muss mal gucken, wie wir den wieder fit bekommen. Und dann machen wir uns da mal als nächstes vielleicht dran, dass wir tatsächlich den Bus irgendwie zum Laufen bekommen. Jetzt habe ich aber ganz, ganz viel gelabert. Das tut mir leid. Aber einfach nur, damit ihr wisst, was die nächsten Folgen so kommt. Ich habe mir ja vorgenommen fürs zweite Jahr Tiere und Bäume. Und ich glaube, weiter den Hof aufräumen und dann vielleicht endlich mal anfangen, da Struktur reinzubringen. Denn momentan ist es ein absolutes Chaos. Und ich muss neue Blumen an. Ach nee, warte mal, muss ich gar nicht. Den Sommerschmuck kann ich jetzt ja abernten. Ich werd keinen Honig mehr bekommen. Einfach weil der Sommer ja so gut wie vorbei ist. Als nächstes kommt der Herbst, da kann ich vermutlich wieder Sonnenblumen oder sowas anpflanzen. Oder irgendwelche anderen Blumen, aber ich werde keinen Sommerschmuck-Honig mehr kriegen.
Okay, das ist gut, dass ich mich daran gerade erinnert habe. Jetzt aber ich überlege gleich so nochmal weiter. Dankeschön dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Tut mir leid, dass ich so viel geredet habe. Ich freue mich übrigens sehr, dass ich wieder da bin und wieder aufnehmen kann. Und ich sage jetzt einfach mal, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, klick und bye bye.